Mannheim, der Attentäter Süleyman Atta'e hat Verbindungen zur Taliban und zum ISPK. So zumindest die ersten Spuren, die wir auswerten konnten. Den Behörden liegen selbstverständlich keine Informationen dazu vor. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe blamiert sich bis auf die Knochen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Zunächst gilt aber die Trauer unseren Angehörigen. Heute steht hier auch eine Kerze, stellvertretend für Ruven, der hier sein Leben lassen musste, wegen verfehlter Politik. Und wegen verfehlter Politik, warum komme ich dazu? Nun ja, Süleyman Atta'e ist seit 2014 als abgelehnter Asylbewerber illegal im Land. Erst 2023 hat man ihm einen befristeten Aufenthalt genehmigt, weil er ein Kind mit einer deutschen Frau hat, oder zumindest das Kind hat eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das genügt als Bleiberecht. Zunächst einmal gilt aber der Dank der Mannheimer Bereitschaftspolizei, die hier eine GoFundMe-Seite für ihren verstorbenen Kollegen eingerichtet haben und in den ersten 24 Stunden sind schon über 250.000 Euro für die Hinterbliebenen zusammengekommen. Darauf kann man wirklich stolz sein und wenn ihr spenden wollt, ihr findet diese Seite bei GoFundMe sicherlich sehr schnell. Es gibt jetzt hier die erste Spur und ich hatte mich in meinem ersten Video zu Mannheim weit aus dem Fenster gelehnt und hatte gesagt, ich vermute mal, es gibt Verbindungen zum ISPK aus Afghanistan. Und siehe da, am Ende ist es jetzt ein Afghane oder mutmaßlicher Afghane gewesen. Aber wir gehen das Ganze jetzt der Reihe nach chronologisch mal durch, um das Versagen der Behörden hier wirklich nochmal zu offenbaren. Süleyman Atta'e ist 2013 nach Deutschland gekommen. Und zwar als eines von vier Kindern von einer gesamten Familie. Über den Asylstatus der Familie kann ich euch nichts sagen, außer dass Süleyman 2014, ein Jahr nachdem er nach Deutschland gekommen ist, abgelehnt wurde. Und das ist, man denkt jetzt, etwas ungewöhnlich für Asylbewerber aus Afghanistan, aus diesem Zeitraum, wo dort Krieg herrschte. Wenn wir uns jetzt allerdings mal die Zahlen anschauen vom Bundesamt für Flüchtlinge und Migration von 2014, da sehen wir, dass es doch etwas häufiger vorkommt, dass hier Asylbewerber abgelehnt wurden. Das Besondere ist eigentlich, dass Süleyman zu diesem Zeitpunkt minderjährig gewesen ist. Allerdings kommen wir hier auf insgesamt 7.287 afghanische Erstantragsteller von also von Asylbegehren, von Flüchtlingsanträgen. Und davon sind hier abgelehnt worden 1.569. Einer davon ist Süleyman A. Und es ist schon bedeutend, wenn selbst Kinder hier den Flüchtlingsstatus nicht bekommen 2014. Ich bin gespannt, was da noch dabei herauskommt. Vermutlich ist die Identität unklar gewesen, damals wie heute. Er ist dann von Frankfurt am Main nach Heppenheim in Südhessen gezogen. Im Kreis Bergstraße hat er gewohnt. 2017 hat er dort einen erweiterten Hauptschulabschluss gemacht und in seiner Freizeit hat er Kampfsport trainiert, unter anderem Taekwondo. 2014 wurde sein Asylantrag abgelehnt. Er ist nie als vollziehbar ausreisepflichtig erklärt worden. Er ist also einer der vielen Geduldeten in unserem Land. 2023, 9 Jahre später also, erteilten ihm die Behörden eine befristete Aufenthaltsgenehmigung nach § 28 des Aufenthaltsgesetzes. Demnach hat Süleyman Atta'e mit einer Frau in Deutschland ein Kind bekommen, das die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und für das Süleyman Atta'e offenbar das Sorgerecht trägt. Und das genügt für ein Bleiberecht in diesem Land. Und es ist schlimm genug, dass hier dieser Mann über Kinder ein Sorgerecht hat. Denn wer solche Taten verübt, der denkt an alle, aber nicht an seine Kinder. Jetzt gibt es hier Fotos, die ich euch leider nicht zeigen kann. Sie liegen Welt hier vor. Es ist ein Plusartikel. Auch im Artikel sind aber die Fotos nicht. Aber hier wird berichtet, der Afghane hat sich von 2020 bis 2023 merklich optisch verändert. Er hat sich unter anderem einen Vollbart wachsen lassen. Ich habe nur einen Halbbart, wenn man das so möchte. Ich habe gar keinen Vollbart. Mir wächst auch einfach nicht mehr. Ich werde dafür auch öfters kritisiert, aber das hat was mit Einfachheit zu tun, wenn man sich nur einmal die Woche rasieren muss. Jetzt gibt es hier allerdings eine richtig, richtig heiße Spur. Und zwar Süleyman Atta'e ist vermutlich hier ein Paradebeispiel für einen verdeckten Schläfer in unserem Land. Es gibt hier einen YouTube-Kanal oder es gab einen YouTube-Kanal, auf dem gab es Videos, die darauf schließen lassen, dass der Uploader dieser Videos aus Mannheim stammt.
Im Beschreibungstext eben eines dieser Videos ist von dem Namen Süleyman Atai die Rede. Vor wenigen Monaten hat dieser YouTube-Kanal nach 8 Jahren Inaktivität wieder angefangen, Videos zu veröffentlichen. Wenn ihr diesen Kanal hier seht, den gibt es schon seit 2017. Die Videos mit mir, die gibt es erst seit diesem Jahr. Hier sind vorher auch Inhalte ohne mich als Person gelaufen. Es ist deshalb erstmal nicht ungewöhnlich, dass man auch YouTube-Kanäle findet, die längere Zeit nicht bearbeitet werden und auf einmal wieder zum Leben erwecken. Allerdings hätte man jetzt hier, wenn ich euch sage, was da für Inhalte auf diesem YouTube-Kanal waren, dann doch mal etwas Arbeit hineinstecken müssen, liebes Bundesamt für Verfassungsschutz, ja, anstatt immer meine Videos zu gucken. Und zwar sind auf diesem YouTube-Kanal in der letzten Zeit vermehrt Videos des afghanischen Predigers Ahmad Zahir Aslamiyah veröffentlicht worden. Es ist ein Taliban-Kämpfer, der als Märtyrer gestorben ist im Kampf gegen den Westen. Er war Kommandeur sogar bei den Taliban. Seine Videos werden auch in den Kanälen des Islamischen Staats Provinz Khorasan, kurz ISPK genannt, veröffentlicht. Und da haben wir die Verbindung zu den Terroristen. Es ist hier ganz offensichtlich ein terroristisch motivierter Anschlag, und zwar von Dschihadis, die den Krieg gegen die Ungläubigen führen. Das ist kein Spaß, das ist wirklich so. Beschäftigt euch mal mit dem Thema, das ist wirklich relevant. Selbst das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seitenweise Informationen über eben diese Islamisten in diesen. In diesen Videos, die Süleyman Atai auf dem YouTube-Kanal vor kurzem erst veröffentlicht hat, hat dieser Prediger Aslamiyah zum Krieg gegen den Westen aufgerufen. Und am Samstag war der ganze Kanal, wie Dutzende weitere Videos von diesem Kanal, plötzlich nicht mehr auffindbar. Oh, jetzt denken wir alle an Herrn Strobel, der gesagt hat, die Cybercrime-Abteilung wurde hier zusammengezogen und Welt hat dann hier nachgefragt, ob denn die Inhalte auf Geheiß der Ermittler aus dem Netz genommen wurden und man hat jetzt Montag, ja, also heute bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe nachgefragt und die Antwort, die wird dich erschüttern, setz dich hin. Am Montagmorgen liegen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dazu keine Informationen vor. Laut Pressemitteilung vom Samstag wurden in der Wohnung von Süleyman Atai in Heppenheim an der Bergstraße auch elektronische Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Und genau da haben wir das Problem. Nicht nur, dass die Staatsanwaltschaft darüber keine Kenntnisse hat und es hier für ein paar Reporter von der Weltzeitung oder von Springer von Welt, dass es für die gar kein Problem ist, diese ganzen Verbindungen innerhalb von wenigen Stunden zu finden. Jetzt wissen die Behörden in Karlsruhe dazu nichts oder sagen dazu nichts. Und das ist in derlei Hinsicht jetzt interessant. Das heißt, Süleyman A. hat nicht alleine gearbeitet. Denn die Pressemitteilung aus Karlsruhe ist, dass man Samstag Datenträger beschlagnahmt hat. Jetzt sind aber eben an diesem Samstag auch die ganzen Videos und der Kanal offline gegangen. Das waren definitiv nicht die Ermittler. Die haben bis 23 Uhr Samstagabend die Wohnung ausgeräumt. Die gehen dann nicht hin und klappen den Laptop von Süleyman auf der Rückfahrt in ihrem Polizeiauto und tippen mal drauf rum und löschen ein paar Videos. Sondern entweder gibt es hier ernsthafte Zensurmaßnahmen des baden-württembergischen Ministeriums, wovon ich nicht ausgehe. Ich habe immer noch das Video von der Attacke unzensiert auf meinem Kanal. Es ist zwar demonetarisiert worden von YouTube, das ist korrekt, kann man YouTube nur zustimmen. Es ist inzwischen mit Alterssperre erst ab 18, kann man YouTube auch noch zustimmen. Ansonsten knapp 300.000 Aufrufe und tausende Kommentare unter diesem Video. Ich weiß, wie schnell YouTube Dinge sperrt oder nicht sperrt oder löscht oder löschen kann oder nicht löschen kann und wiederherstellen kann. Es ist hier einfach davon auszugehen, jemand hat Süleyman erkannt auf dem Video in Mannheim. Es ist ja wirklich viral gegangen und hat dann, da er Zugang hatte zu seinem Kanal, versucht, die Spuren zu verwischen. Das ist das Schlimme an der Sache. Es ist vermutlich am Ende der, der auf dem Foto nebendran gestanden hat. Ich habe ihn euch gezeigt. Ja, das sind Mutmaßungen, das ist Spekulation. Aber Leute, was für Ermittlungsarbeit wird denn hier geführt? Ihr kommt ja gar nicht vorwärts. Jetzt, wo es hier den Verdacht gibt, dass es sich um den ISPK handelt, also um islamistischen Terrorismus aus Afghanistan, der hier zu uns reinschwappt, dann hat Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel hier die Möglichkeit und die Befugnisse, das Verfahren an sich zu ziehen. Und hier könnten Sie jetzt wirklich mal ein Exempel statuieren, indem Sie hingehen, die Abschieberegeln nach Afghanistan fallen lassen, wie ich heute schon in einem anderen Video berichtet habe. Der Generalbundesanwalt Jens Rommel nimmt hier dieses Ermittlungsverfahren an sich. Sie verknacken ihn wegen Terrorismus und wegen Mord
und wegen Angehörigkeit bei einer terroristischen Vereinigung und schieben ihn dann exemplarisch mal ab nach Afghanistan. So könnte man mal Politik machen und dem Volk zeigen, wie es geht. Natürlich müssten Hunderte und Tausende weitere folgen. Allerdings bin ich gespannt auf deine Meinung. Hattest du auch das Gefühl, dass es sich hier um islamistischen Terror handelt? Die ganze Zeit wird gesprochen von Motivlage unklar. Motivlage unklar sollte vielleicht das Unwort des Jahres 2024 werden. Also, wenn ein Muslim, ja, der auch aussieht wie ein Muslim, ja, mit einem Messer einen Islamkritiker niedermetzelt, ja, was braucht ihr da noch, um ein Motiv euch zu überlegen? Also, jetzt mal ehrlich, kennt ihr diese Szene? Lacht, Alter, lacht, ihr werdet alles sehen! Hey, Mohammed! Du, Digga, ich geh jetzt von hier, verpisst euch, Alter! Allah soll euch bestrafen, alle! Allah ist der Größte, ihr habt keine Chance! Wer seid ihr denn, ihr lächerlichen Menschen, ihr Ameisen? Was ist du bereit, ich bin bereit, was für ein Fanatismus! Nee, kanntet ihr nicht, ne? So wurde Herr Stürzenberger oder wird Herr Stürzenberger immer wieder offen bedroht. Deswegen fand ich es auch so besonders peinlich, dass die Polizei in Mannheim so weit weggestanden hat von ihm. Denn die Bedrohungslage genau bei solchen Veranstaltungen ist bekannt, und zwar öffentlich bekannt. Und genau dann darf man nicht am Ende des Platzes stehen, sondern man muss die Veranstaltung aktiv beschützen. Aber es gab ja sogar noch folgenden Kollegen hier, den habe ich im letzten Video vergessen. Kennt ihr hier Terminator? Das ist ein Zivilpolizist, der in dem Video sichtbar zu erkennen, sich deutlich beschwert hat, wo die Krankenwagen bleiben. Wir können nur spekulieren, aber das lassen wir an dieser Stelle, ob die Zeit, die der Krankenwagen gebraucht hätte, Rufenell geholfen hätte. Ich glaube, bei der Art der Verletzung hätte auch die Zeit nicht mehr wirklich geholfen, sondern die Kollegen hätten früher schießen müssen und dafür brauchen sie bessere Ausbildung und vor allem mehr Rückendeckung von der Politik. Das sind meine Forderungen. Und vor allem bessere Ausbildung, vor allem auch bessere taktische Ausbildung für eben diese Art der Einsätze. Damit mache ich Schluss. Unsere Gedanken sind bei Ruven, bei der Familie. Die Kerze hier, sie brannte für ihn. Ich lasse sie weiterbrennen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video und damit bis bald.